Hallo Leute, hier ist wieder euer Lotakune und diesmal mit einem neuen Video. Es ist ein MW3-Video, eine Barrett Moor im 3 vs 3 auf der Map Ground, heißt die, glaube ich. Mit dem genialen Spawn Trap, der so genial ist, dass er schon wieder scheiße ist, weil das Spawn-System in MW3 ist einfach top. Egal, man sieht hier mal meine Incredible Sniper Skills und das ist ja auch mal was Schönes. Ich habe zwar im letzten Video gesagt, dass mein nächstes Video etwas offensiver wird. Das tut mir aber leid, dass das jetzt nicht ist. Liegt aber ganz einfach daran, dass das Video etwas länger als 4 Minuten geht und ich nur ein ganz kurzes Thema habe, sozusagen. Das nächste Video wird dann wahrscheinlich eine M16 Moab, die ich auch schon erspielt habe. Oder aber einfach ein MW3 hoher Score, indem ich dann auch mal ein bisschen mehr rushe, weil einige wollten ja, dass ich mehr rushe, auch wenn das in MW3 überhaupt nicht zu mir passt, beziehungsweise auch wenn ich das überhaupt nicht mag. So, mein Thema ist dieses unglaubliche Rumgepusse auf YouTube, ja? Ich habe echt... Eigentlich bin ich echt nicht so oft auf YouTube, also immer auf meinem Kanal bin ich immer recht oft unter meinen Videos, guck so, was da für Kommentare stehen, sowas, ne? Aber andere Videos gucke ich mir jetzt nicht so oft an, so. Und dann gucke ich heute, oder ich glaube, ja doch, heute war es, gucke ich nach, ja? Killercress hat ein neues Video hochgeladen, hier die One-Man-Army, Ninja 3XD, vor Upstate gesagt, Ninja 3XD ist ein guter Freund von mir, den habe ich jetzt auch schon, ich glaube, ein halbes Jahr oder so in meiner FL, ich weiß es nicht genau. Ist ein sehr guter Spieler, mit dem habe ich auch schon oft zusammen gespielt, ja, und schaut bei ihm echt vorbei, hat es echt verdient. Aber das, was unter dem Video abgeht, ey, leck mich am Zückerli, ohne Spaß jetzt, was ist das denn für eine Scheiße? Dass da Leute schreiben, boah, Lotakune hat schon eine Triple Nuke gemacht, das ist scheiße, Dislike. In einer gewissen Weise ehrt mich das, weil das zeigt, dass ihr schon total hinter mir steht, ja, aber das ist... nicht in Ordnung, wenn das ein Deutscher macht, der sozusagen zu meiner oder zu unserer Community gehört, ja, und der im Prinzip was komplett anderes macht, weil es ist MW3, es ist nicht MW2. Das ist mir doch total egal, ob jetzt einer kommt und den COD4 das auch macht. Dann sage ich, ja, schön gemacht, wenn es ein gutes Gameplay ist, aber das interessiert mich doch nicht. Also hört auf, andere Videos zu haten, wo nur etwas Ähnliches gemacht wird, aber nicht genau dasselbe. Wenn jetzt einer kommen würde und wird MW2 Team Deathmatch machen, ne, da hätte man schon eher einen Grund. Aber selbst da würde ich sagen, ist mir doch scheißegal, weil es mich einfach nicht interessiert und ich will nicht, dass andere durch mich sozusagen gehatet werden, weil ich ein Video hochlade, in dem ich etwas mache und andere laden es dann 2 Tage später hoch und machen dann dasselbe oder etwas Ähnliches. Das ist doch egal, wenn es gut erspielt wird. Wenn jetzt noch einer eine Penta-Nuke hat und die hochlädt, dann sage ich doch auch nicht, ja, die ist scheiße, weil ich war vorher da. Wenn die gut erspielt ist, ist sie gut erspielt und dann sagt man ja gut gemacht und nicht, du bist scheiße. Sowas ist mir absolut unverständlich. Ich kann das verstehen, wenn das dumme kleine Fanboy-Kinder machen, ja? Aber nicht, wenn das meine Abonnenten machen, von denen ich eigentlich gedacht habe, dass sie reif wären, ja? Also zeigt bitte mal eure Reife und entweder geht ihr mal zu Ninja 3XD und schaut, dass seine Videos an und wenn er euch gefällt, lasst ihr ein Abo da. Oder aber ihr wandelt euren Daumen runter bei Killers Video mal einen Daumen hoch um. Das, was ich da drunter gelesen habe, teilweise auch von anderen, also auch von zum Beispiel den Kollegen von Killer, wie sie da schreiben, Lotakune ist scheiße. Ja, selbst wenn es so ist, das interessiert mich auch nicht. Lasst es einfach sein. Hört auf, andere zu haten. Das Einzige, was ich euch noch jetzt sagen kann, ja, das ist ein alter Spruch, den ich damals schon als Kind gesagt bekommen habe. Und zwar heißt der Spruch, der Klügere gibt nach. Ja? Und jetzt verhalten wir uns bitte auch mal so. Und wenn ich gehatet werde, dann ist das mein Problem. Da braucht sich keiner von euch einzumischen. Wirklich. Das ehrt mich zwar in einer gewissen Weise, ja, wenn ihr mich sozusagen verteidigt. Aber lasst die Spasten doch einfach labern. Das ist doch scheißegal, wenn da einer sagt, Lotakune ist scheiße oder das gab's schon. Also, beziehungsweise, oder das hat Lotakune schon gemacht. Lasst es einfach sein. Das ist absolut sinnlos. Das ist... Killers Gameplay ist echt, also beziehungsweise Ninjas Gameplay ist echt schön erspielt, aber es ist MW3, das heißt, es hat mit mir eigentlich überhaupt nichts zu tun. Das heißt, wenn euch das Video gefällt, gebt ihr einen Daumen nach oben, wenn es euch nicht gefällt, dann gebt ihr einen Daumen nach unten, aber zieht mich da nicht mit rein. Vor allem bei Ninja, der echt guter oder netter Mensch ist, ja, und der echt gut spielt. Und ich finde, dieses dumme Gehate in der Community ist einfach, es ist mehr als sinnlos, ja, das ist einfach nur Kinderkacke. Denkt doch mal nach, bevor ihr schreibt, bitte. Ja, und ich bitte euch jetzt auch dieses Video nicht falsch zu verstehen. So, haut rein, Leute.